Herr Präsident, meine Damen und Herren, das Bäderkonzept. Was lange währt, wird, naja, weiß ich nicht so genau. Wer sich diese Unterlage genau anguckt, wird, glaube ich, als allererstes schon auf der ersten Seite über eine Sache stolpern. Bäderkonzept 2025. Und im Gegensatz zu den letzten Ausführungen des Kollegen Trapp stelle ich erfreut fest, es gibt auch sportpolitische Fragen, die offensichtlich nicht direkt an Olympia gekoppelt sind. Und das ist doch schon mal positiv für diese Stadt. Ist das jetzt das große Konzept oder haben wir es hier nicht eigentlich mit einem Konzeptchen zu tun? Ja. Also wenn man das genau durchliest, stellt man fest, nach langen Auseinandersetzungen auch mit dem Chef der Bäderbetriebe, der auch in den Ausschüssen dieses Hauses mehrfach erklärt hat, man müsse Bäder schließen wahrscheinlich und so mit, ich weiß nicht, einigen wenigen Schwerpunktbädern agieren und dann sei alles gut, stelle ich außerdem erfreut fest, die Frage von Bäderschließung ist offensichtlich erstmal weg vom Tisch. In der Tat, wir haben ein großes Problem mit der Versorgung von angemessenen Wasserflächen in der Breite. Und Herr Kollege Trapp, wenn Sie sagen, wir hatten noch nie so viele Wasserflächen zur Verfügung, stimmt nicht ganz, aber man muss in der Tat, ich glaube, ungefähr zwei Jahrzehnte zurückgehen, um festzustellen, wann wir tatsächlich das letzte Mal so viele Bäder, Sie sagen, dann am Netz hatten. Ich weise aber auch darauf hin, wahrscheinlich gehen auch bei Ihnen die E-Mails ein. Charlottenburg ist jetzt gerade geschlossen. So. Legionellen, dumme Sache, weist darauf hin, wir haben auch in der Breite, trotz angeblich abgeschlossenem Bädersanierungsprogramm, wir haben einen erheblichen Sanierungsbedarf. Und genau deswegen bin ich dann doch ein bisschen enttäuscht von dem, was hier vorgelegt worden ist, was eher ein kleines Konzeptchen ist, als wirklich ein großes Konzept, das uns zeigen würde, wo sich die Bäderlandschaft hinentwickeln soll und vor allem, wie wir die Probleme unserer Berliner Bäderbetriebe angehen sollen. Dazu sagen Sie relativ wenig. Denn was sind die Probleme, vor denen wir stehen? Wenn man sich die Unterlage genau durchliest, stellt man fest, in der Tat, die Berlinerinnen und Berliner gehen relativ selten ins Bad. Stellt sich die Frage, wohin? Ich zitiere Ihnen einfach mal die Vergleichszahlen, und zwar aus dem Jahr 2013. Das ist nicht das letzte Jahr mit dem etwas unkalkulierbaren Sommer, der ja angeblich für den Einbruch der Nutzerinnenzahlen im Bereich Sommerbäder verantwortlich war, sondern 2013 durchschnittlich in Berlin 1,9 Badbesuche pro Einwohnerin pro Jahr. Im Bundesdurchschnitt im Vergleich dazu 2,84. Stellt sich die Frage, warum eigentlich? Entschuldigung, eigentlich wollte ich nur mal darauf hinweisen, es wäre schön, wenn es ein bisschen leiser ginge. Dankeschön. Ja, ich weiß, ich darf die Kolleginnen und Kollegen immer nicht mit so vielen Zahlen überfordern. Das ist ein bisschen anstrengend. So, aber nichtsdestotrotz, stellt sich die Frage, warum? Wenn ich mir die Sinus-Studie, auf die sich Herr Bestedt-Hensing immer beruft und auf die sich der allergrößte Teil dieses Bäderkonzeptes beruft, angucke, stelle ich fest, so genau ist diese Frage gar nicht ergründet worden. Wir wissen gar nicht eigentlich, warum Berliner und Berlinerinnen relativ selten ins Bad gehen. Ich wage dann doch aber mal nach dem, was so bei uns allen an E-Mails eingeht, was so das allgemeine ich sag mal Umfrage, wenn man mal ein Schwimmbad besucht, ich weiß nicht, wer von Ihnen das eigentlich regelmäßig tut, sich so ergibt. Erster Punkt. Viele Menschen beschweren sich darüber, dass unsere Bäder voll sind. Die sind einfach wahnsinnig voll. Ist ein dezenter Hinweis darauf, dass wir offensichtlich dann doch, vielleicht waren es noch mal weniger Wasserflächen, aber immer noch zu wenig haben. Denn wem das Schwimmbad zu voll ist, der geht da nicht hin. Ganz simpel. Deswegen ist es auch sehr gut, dass die Frage von weiteren Schließungen vom Tisch ist, weil noch weniger Wasserflächen würde gar nicht funktionieren. Wenn ich mir die Frage stelle, wie können wir dazu kommen, dass wir durch zahlende Kundschaft in den Schwimmbädern dazu kommen, dass die Bäderbetriebe selber einen höheren Deckungsbeitrag erwirtschaften, muss ich mir die Frage stellen, was wollen denn die Leute da? Und auch da kommen wir wieder zu dieser hübschen Sinus-Studie, die ein bis zwei kleine Pferdefüße hat. Erstens. Der Anteil von Berlinern und Berlinerinnen, die da befragt worden sind, war relativ gering.
So, das sind 200 noch was, nicht mal 20% der Befragten kamen tatsächlich aus Berlin. Inwiefern ich dann aus dieser Studie das ableiten möchte, dass der Berliner, die Berlinerin eigentlich ein Multifunktions-Spaßbad haben möchte, erschließt sich mir als durchschnittlich statistisch gebildeter Person nicht. An der Stelle muss ich sagen, ich verstehe nicht, warum Sie darauf alles aufbauen. Zweiter Punkt. Wonach ist gefragt worden? Welches Konzept hätten Sie denn gerne? Es sind unterschiedliche Konzepte vorgestellt worden. Dann ist eine Frage gestellt worden, nämlich, was würden Sie für eine Tageskarte bezahlen? Meine Güte, wer geht denn davon aus, dass das einzige Ziel einer Nutzung eines Schwimmbadbesuches ist, dass ich den ganzen Tag da verbringen will? Das ist doch lebensfremd. Seit Januar letzten Jahres haben wir ein neues Preiskonzept. Und auch der Kollege Trapp hat auf die Notwendigkeit von sozialverträglichen Tarifen hingewiesen. Ganz ehrlich, also ich persönlich kann nicht verstehen, was an 7,50 Euro für ein sogenanntes freizeitorientiertes Bad, wo ich gezwungen werde, eine Tageskarte zu nehmen, selbst wenn ich nur anderthalb Stunden lang schwimmen gehen will mit meiner Tochter, was daran sozialverträglich sein soll. Und wenn ich dann hier lese, was in Ihrer Unterlage steht, muss ich sagen, ich finde das einigermaßen frech. Mit Erlaubnis des Präsidenten zitiere ich mal hier aus dem Werder-Konzept. Bei den aktuellen Tarifen, wir hatten eine Tariferhöhung, ja, die viele Besucherinnen und Besucher als hoch empfinden, aha, diese Information ist also im Senat angekommen, wird eine deutliche Leistungssteigerung erwartet. Kann ich nachvollziehen. Wer mehr zahlt, möchte dafür auch mehr geboten bekommen. Übrigens auch im Bereich hygienische Zustände, im Bereich Platz zum Sport treiben oder aber auch Planschen gehen und allem anderen. Ausstattung und Öffnungszeiten und Service erfüllen diese Erwartungen noch nicht in vollem Maße, steht da völlig korrekt drin. Ich kann allerdings hier drin auch nicht erkennen, was Sie dazu tun wollen, um diesem Sachverhalt Abhilfe zu leisten. Das steht nicht in Ihrem Konzept. Überhaupt nichts. Deswegen ist es ein Konzeptchen und mehr nicht. So. Und der schönste Satz ist dann, dabei wird häufig noch verkannt, dass die neue Tarifgestaltung auch deutliche Verbesserungen bringt. Ja, für wen denn? Für den kleinen Personenkreis, der in der Lage ist, so frei über seine oder ihre Personenzeit zu verfügen, dass er oder sie werktags zwischen 10 und 15 Uhr schwimmen gehen kann im sogenannten Basistarif. Jetzt gucken wir uns mal alle um. Wie viele Leute sind das? Nicht viele. Für die gibt es tatsächlich die Möglichkeit, preiswerter schwimmen zu gehen und auch nur dann, wenn sie keinen Warmbadezuschlag zu zahlen haben. Alle anderen zahlen mehr. Meine Damen und Herren, ganz ehrlich, ich kann nur sagen, Bäderkonzept ist sehr schön, aber an das Preiskonzept müssen wir alle miteinander noch mal dran. Weil so halte ich Leute vom Schwimmen ab und lade sie nicht ein, Schwimmen in der Tat als Sport, als Bewegung, als Spaß, als gesunde Aktivität in ihrer Freizeit zu betreiben. Ich halte die Leute draußen und das ist Mist. Es ging in den letzten Wochen so ein bisschen mal wieder durch die Zeitung. Wir haben eine unheimlich hohe Nichtschwimmerquote in Berlin, insbesondere unter den Schülern und Schülerinnen. Kleiner Hinweis, ich habe mir letztes Jahr mal den Spaß gemacht, freundlich nachzufragen, wie viel Schwimmunterricht eigentlich ausfällt, wie lange so die Wegezeiten sind und so weiter. Mal abgesehen davon, dass der Senat gar nicht weiß, wie viel Schwimmunterricht eigentlich erteilt wird, weil das zur Vorsicht gar nicht so detailliert abgefragt wird, kann ich nur sagen, es ist doch wohl, Verzeihung, das wäre jetzt unparlamentarisch geworden. Also, ich halte es für schwer nachvollziehbar, dass eine Wegezeit von 20 Minuten pro Richtung bei einer Stunde Schwimmunterricht tatsächlich als angemessen betrachtet wird. Also, ja. Wenn wir uns darüber beklagen, dass immer weniger Kinder in der dritten Klasse die notwendigen Vorerfahrungen haben im Schwimmen gehen, im Baden gehen, in der Bewegung im Wasser, dann muss ich mich doch fragen, warum? Und dann einfach zu sagen, na, die gehen halt alle nicht mit ihren Kindern schwimmen, weil es irgendwie kulturell, halte ich dann doch für einen wagemutigen Kurzschluss. Wenn zu den Kernkritikpunkten kommt, gehört, es ist voll und es ist zu teuer, dann muss ich daran was ändern und nicht irgendwie sagen, die sind schuld, weil die Mütter nicht mit ihren Kindern schwimmen gehen. Das kann es ja wohl nicht sein. Dann muss ich Kitas vermehrt in die Schwimmbäder holen, dann muss ich Schulen vermehrt in die Schwimmbäder holen und dann muss ich auch das Kinderschwimmen in den Vereinen stärker fördern. Und auch dazu steht nichts hier drin, meine Damen und Herren. Und eine letzte Bemerkung. Herr Kollege Trapp, Sie haben sich sicherlich nachvollziehbar aus Ihrer Perspektive primär auf Sport, auf Schwimmen als Sport bezogen. Wenn ich die Sinus-Studie hier angucke, die der Senat und die Bäderbetriebe zur Grundlage des Konzeptes gemacht haben,
Da wird das als nachrangige Priorität und nachrangiges Nutzungskonzept für moderne Schwimmbäder betrachtet. Von daher würde ich sagen, vielleicht gucken Sie auch einmal selber nach, was wirklich Grundlage ist. In der Tat, das Nutzungsverhalten ändert sich. Schwimmbäder und die Bäderbetriebe müssen sich daran anpassen, weswegen die Idee mit einem neuen Kombibad zum Beispiel als Ersatzbau in Mariendorf richtig ist. Aber dann bitte reduzieren Sie es nicht auch einfach nur auf Sport. Danke.